Damit sind wir jetzt live heute zum großen Godzilla Kong Trailer 2 Event und ich habe hier oben gerade schon mal gelesen, Leute, der Trailer wird krass, hab gerade bei TikTok gesehen. Tatsächlich, fragt mich nicht wieso, haben wir jetzt gerade vor ungefähr einer Stunde den Teaser zum Trailer bekommen. Wollen wir uns den angucken? Oder ignorieren wir das? Ey, keine Ahnung. Ihr könnt es hier mal ganz kurz in den Chat reinschreiben. Warum Werbung? Weil ich meinen Strom bezahlen muss. Deswegen ist auf Twitch Werbung. Du wirst überleben. Lass mich gerade mal kurz hier alles einstellen. Ich habe gerade keine Möglichkeit, hier irgendwie, glaube ich, Abstimmungen zu machen, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, Abstimmung. Es kann ja nicht so schwer sein, hier eine Abstimmung zu machen, ne? Du hast bei Twitch hast du eben nicht diese einfachen Einstellungen bei den Knöpfen unten, sondern du musst irgendwie jetzt über die Twitch-Website reingehen, um da Abstimmungen zu machen. Da schaue ich dann einfach gleich mal, wie das funktioniert. So. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Teaser zum Trailer bekommen. Den könnten wir uns im Endeffekt angucken. Aber da werden eben Szenen drin sein. Und ich habe gerade ganz kurz nur reingeguckt. Das ist wirklich ein offizieller Trailer. Da sind neue Szenen, neue Clips mit dabei. Aber die Clips jetzt in dem Teaser zum Trailer werden eben auch später dann wahrscheinlich nochmal cooler im eigentlichen Trailer mit dabei sein. Deswegen, ob es Sinn macht, keine Ahnung. Wir können da gleich nochmal kurz drüber quatschen ein bisschen. Ich richte mich hier gerade nochmal so ein bisschen ein und ihr könnt ja mal ganz kurz, ne, der Trailer ist noch nicht draußen. Es ist bisher der Teaser zum Trailer draußen. Es wurde vor einer Stunde der offizielle Teaser zum Trailer veröffentlicht und der Trailer kommt heute um 18 Uhr, also in der Stunde. Deswegen habe ich gerade gesagt, ob es Sinn macht, sich jetzt den Teaser zum Trailer anzugucken oder eben nicht. Ich bräuchte es jetzt nicht zwingend. Wenn ihr aber sagt, doch, mach halt an. Wir geben uns heute voll die komplette Godzilla-Kong-Dröhnung, dann mache ich das auch an. Das war wieder ein Beispiel für Punkteverschwendung. Finde ich sehr gut. Ihr könnt ja mal eine 1 in den Chat schreiben für ja, wir wollen den... Ich muss die ausmachen, die Alerts kommen jetzt aus. 1, ja, ich will den Teaser zum Trailer gucken und 2, nö, lassen wir sein. Aber ich muss ganz kurz die Alerts ausmachen. Weil das wird mich dann nämlich hart nerven, wenn ihr andauernd während dem Trailer vor allem dann noch die Alerts da reinballert. Okay, die Mehrheit von euch will den anscheinend wirklich gucken, den Teaser zum Trailer. Dann schauen wir da auf jeden Fall gleich mal rein. Lasst mich nur noch mal ganz kurz hier in die Twitch-Einstellungen rein switchen. Und die Alerts ausschalten. Und dann gucken wir das halt, wenn ihr echt Bock drauf habt. Ihr könnt ja auch einfach Folgendes machen. Ey, wenn ihr sagt, nur ich will den Teaser zum Trailer halt nicht sehen, dann guckt halt nochmal rein um kurz vor 18 Uhr oder so. Weil wir schauen uns dann eben jetzt noch den Teaser nochmal an und gucken dann, was wir da alles so rausziehen können. Und volle Godzilla-Kong-Dröhnung heute also. Wie ihr möchtet. Wo haben wir es denn? Zuschauerbelohnung, Kanalpunkte, deaktivieren. Ja, deaktivieren. Dankeschön. Ja, das ist bei Twitch ist das ganz komisch gelöst, das alles. Nur noch 600 Punkte für Rexy. Dann spar dir auf jeden Fall. Dass du dann auch schön das nächste Thema vorgeben kannst. Okay, also jetzt Spoilerwarnung. Wir gehen jetzt rein in den Teaser zum Trailer, ihr Lieben. So ein Schwachsinn eigentlich. Aber es sah zumindest relativ cool aus. So, das ganze Ding kam eben raus, wie gesagt, vor 46 Minuten. Ja. Und der Teaser geht... Ach komm, das ist eine Minute. Ich schaue mir das gerade trotzdem nochmal kurz ohne euch an. Ja doch, das sind wirklich neue Clips. Nicht, dass wir jetzt wieder irgendwas komplett
Sinnloses schauen, was eigentlich wieder nur irgendein Fake-Trailer ist. Nee, nee, das hier ist wirklich der offizielle Teaser zum Trailer. Warum hauen die das eine Stunde vor Trailer-Veröffentlichung raus? Blöd. Wir switchen um. Wir switchen um. Wir switchen um. Wir switchen um. Oh, Moment. Wir switchen um. Oh, Moment. Wir switchen um. Oh, Moment. So, damit ihr mich jetzt nicht drei oder viermal hört. Tobi sein, ja, ich weiß, weil ich nebenbei eben gerade noch Twitch offen hatte und es ist alles wieder sehr, 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 sehr fehlerlastig heute. Okay. Trotz allem, ja, schauen wir rein oder was? Letzte Warnung jetzt hier, der offizielle Teaser zum Trailer vom zweiten Godzilla Kong Trailer. Ich werde mir gerade noch kurz Kopfhörer aufsetzen. Dann legen wir gleich los. Ihr habt also jetzt noch Zeit abzuschalten, wenn ihr es nicht sehen wollt. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe die Wunder macht Augen. Ja, wirklich. Ich habe vergessen, meine Kopfhörer aufzuladen. Dann schaue ich mir einfach den Teaser zum Trailer jetzt erstmal nur über meine Lautsprecher an. Das macht ja nichts. Ihr hört davon jetzt gar nichts doppelt. Wir legen los. In 3, 2, 1 und gib ihm. But something is coming. Kong, Godzilla, they can feel it. Something even they're afraid of. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. They don't have to like each other. We just have to work together. Is that a mini Kong? Wow, Alter. Okay, das war jetzt auf jeden Fall der Teaser zum Trailer. Das sah schon gar nicht mal so scheiße aus. Ich habe gedacht, da sind wir jetzt wesentlich weniger. Okay, dann werde ich da gleich nochmal ganz kurz zurückswitchen. Ich muss über eine ganz spezielle Szene mal reden. Oh mein Gott, wie geil. Ich finde es auch ziemlich geil. Moment. Das sah wirklich episch aus. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Deswegen gehen wir gerade nochmal kurz zurück. Aber habe ich nicht noch irgendwo einen schöneren Teaser, weil das hier mit dem ganzen Kram, der da unten ist, das brauchen wir ja eigentlich nicht. Lasst mich da gerade nochmal kurz gucken, ob ich da eine schönere Variante davon finde. Aber wir haben auf jeden Fall, haben wir Scar King gesehen, ne? Scar Kings Peitsche haben wir auch schon gesehen. Oh Gott, jetzt steht hier überall, dass Trailer 2 geleakt wurde. Das war aber nicht Trailer 2. Was das? Nee, das war es noch nicht gewesen, das glaube ich nicht. Haben wir nicht nur irgendwo eine andere Variante davon? Nee, das sind alles nur die Varianten mit diesem komischen Siegel da unten dran. Wenn wir den Trailer auf Deutsch gucken, der wird auf Deutsch noch nicht draußen sein. Der. Vielleicht wird er auch auf Deutsch gleichzeitig noch gedroppt werden, aber ich glaube nicht. Es gibt zumindest noch keine andere Variante davon bis jetzt.
Wollen wir einfach nur mal reingucken? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich schon der fertige Trailer war. Weil hier gesagt wird, das wäre der TV-Spot oder der Clip zum Trailer. Der Teaser eben zum Trailer. Das kam mir auch nicht vor wie ein richtiger Trailer, oder? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich meine, das könnte... Wir gehen da gerade nochmal kurz rein. Wir gucken da nochmal ganz kurz jetzt hier durch die ganze Nummer durch. The Titans were the guardians of nature. And the great apes became the protectors of humanity. But something is coming. Kong, Godzilla, they can feel it. Something even they're afraid of. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. They don't have to like each other. They just have to work together. Is that a mini Kong? Wisst ihr, was das ist? Ich habe es eben gerade gelesen. Das ist wirklich ein Leak, der noch gar nicht draußen sein sollte. Das hier, der Trailer beginnt ja hier, ne? Der beginnt ja hier, wo jetzt Godzilla in seiner neuen Form da irgendwo lang schwimmt. Das hier. Das ist nur der zweite Teil von dem Trailer. Da fehlt der gesamte Anfang. Also Teil 2 von dem Trailer wurde jetzt wirklich schon geleakt. Das ist jetzt das hier. Aber uns fehlt der gesamte Anfang von diesem Trailer. Der wird dann jetzt wahrscheinlich auch bald kommen. Dann, da fehlt uns wohl noch knapp eine Minute, die noch davor passiert. Und das hier ist dann so das Ende von dem Trailer. Das war jetzt natürlich doof gewesen. Wie auch immer das jetzt geleakt werden konnte. Das ist ja auch wieder extrem. Ey, hätte ich das gemacht, wäre ich längst wieder, ne? Ich poste ein Bild von Shimo und die schicken mir 2 Strikes. Ey, hier postet jemand die Hälfte vom Trailer, bevor er draußen ist. Das ist, ey, ja, ist ja auch vollkommen egal. Naja, dann warten wir eben noch ein bisschen. Gut, der Trailer wird dann auf jeden Fall heute aber erscheinen. Wenn das jetzt heute eben gerade schon rausgekommen ist, dann warten wir noch ein bisschen, bis wir dann den gesamten Trailer zu sehen bekommen. James Gunn will mich streiken. Warum will er mich streiken? Mich striken? Warum will James Gunn mich striken? Ich freue mich auf Shimo und Godzilla-Figur im Kino. Ey, ob Shimo im Trailer zu sehen ist, weiß ich halt nicht. Ne? Es gab ja diesen Leak, dass Shimo überhaupt nicht vorkommen soll in der ganzen Nummer. Aber wir sollen eben mehr über Scar King und Co. erfahren. Und das, was wir eben gerade gesehen haben, das, ja, war jetzt halt leider schon wieder ein Spoiler für den Trailer. Aber okay, was haben wir jetzt hieraus erfahren? Lediglich, dass die Kongs wohl mal die Wächter von irgendwas waren. Wurde ja eben gerade gesagt, dass Godzilla und Kong sich immer noch nicht mögen, aber sie müssen sich auch nicht mögen, die müssen nur zusammenarbeiten. Ist so ein bisschen so eine Son Goku-Vegeta-Beziehung wahrscheinlich. Und es wurde was weiteres bestätigt durch diesen Trailer-Ausschnitt eben gerade. Adam Wingard hat nämlich selber gesagt, dass in diesem Film so viele Godzilla-Evolutionen und Varianten zu sehen sein werden, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Das haben wir jetzt hier eben auch gerade gesehen. Wir haben den blauen Godzilla gesehen, ja, diesen Atomic Breath Godzilla. Und dann haben wir gesehen, wie Godzilla Evolved da lang gerannt ist. Wir haben gesehen, wie dieser Atomic Godzilla, dieser Orangene da lang gelaufen ist. Da wird es einige Verwandlungen eben geben. Man wird nur seine leuchtenden Augen sehen. Sind es die Augen, die wir eben gerade gesehen haben? Ah komm, wir sind jetzt eh schon drin. Wir warten jetzt noch, bis der Trailer komplett veröffentlicht wird. Wir reden aber jetzt einfach schon über das, was wir jetzt eben gerade schon gesehen haben. So. Das machen wir jetzt. Ja genau, die Titanen. Damit meint sie wahrscheinlich die Godzillas gerade. Das waren die Wächter der Natur. Und das würde ja auch passen, da Godzilla selber immer möchte, dass
die Titanen quasi auch in der Hollow Earth bleiben. Das wurde ja so ein bisschen erzählt in Monarch Legacy of Monsters, dass Godzilla eben, naja, nicht will, dass die Menschen in die Hollow Earth runterkommen und die Titanen eben an die Oberfläche kommen. Das ist ja seine Mission so in diesem Monsterverse ein bisschen. Für das Gleichgewicht zu sorgen, genau. Genau richtig, das Gleichgewicht. Und die Kongs wurden die Wächter der Menschheit. Das ist auch krass. Ey, ihr könnt von Kong halten, was ihr wollt. Ich bin ja auch total Team Godzilla, ne? Aber ey, die verpacken diese gesamten Kongs zu einer richtig geilen Geschichte, habe ich das Gefühl. So, die wollen, dass wir diesen Bezug zu den Kongs aufbauen. Ich finde das ganz, ganz geil eigentlich gelöst. Genau, okay, also das Gleichgewicht. Die Kongs wollten die Menschen beschützen, die Godzillas oder die Titans, die Titanen wollten die Natur beschützen. Aber jetzt kommt etwas. Und dann sehen wir ganz kurz eben gerade Scar King, der eingeblendet wird. Das heißt, Scar King wird dieses Gleichgewicht auf jeden Fall stören. Ja, genau. Beide spüren quasi die Präsenz von diesem Etwas. Ah, ja, genau. Nee, nee, es geht hierbei nicht um Scar King. Die reden nicht von Scar King. Die reden von Shimo. Etwas kommt jetzt, sagt sie gerade, wovor beide Angst haben. Und dann sehen wir das hier. Das ist Shimo. Wo auch immer der herkommt. Oder sie. Shimo ist ja ein Weibchen, ne? Wo auch immer die herkommt. Aus irgendeiner Lavawand? Dann ist die aber auch nicht eingesperrt, scheinbar. Genau, sie müssen sich ja nicht mögen, sie müssen nur miteinander kämpfen, obwohl das sieht hier so aus, als würden die sogar wieder gegeneinander kämpfen. Das ist doch eine Attacke von Godzilla, oder? Das sieht nicht aus, als irgendwas von Shimo. Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, dass dieses Spielzeug einfach spoilert, dass Zuko Scar King einen Stein in die Fresse wirft? Da habt ihr noch gesagt, nee, ach Quatsch, das spoilert es doch nicht. Das kann doch alles bedeuten. Nur weil das Spielzeug quasi den Stein auf Scar King wirft, muss ja nichts heißen. Hier. Das scheiß Spielzeug hat einfach den gesamten, also das Verhältnis zwischen Scar King und Zuko gespoilert. Ja, ist halt wie es ist, ne? Aber hier auch. Warum gehen die hier wieder auf Godzilla los, die Menschen? Brauchen wir das jetzt wirklich wieder in dem Film? Mit was für einer Begründung? Weil die Begründung in Godzilla vs. Kong, die war schon ultra bescheuert gewesen. Kann ich mir nichts drauf erklären auf jeden Fall. Oder Godzilla dreht jetzt wieder durch aufs Neue, weil er merkt, dass Scar King in der Hollow Earth irgendwas macht. Warum sollte sich Shimo selber einfrieren? Hä, wie kommst du jetzt darauf? Shimo war nicht eingefroren. Shimo war doch eben gerade in dieser Lavawand drin gewesen. Der kam da einfach rausgelaufen, als wäre nix. Der ist nicht eingesperrt. Der kann da rausmarschieren. Der läuft. Wetten auch, dass Shimo Kong den Arm bricht und nicht Scar King. Das ist ja die Szene, wo Scar King dann runterspringt. Dann siehst du die ganzen Kongs da unten stehen. Und dann kommt Shimo da rausgelaufen. Und Kong steht ja auch noch in der Mitte. Die werden gegeneinander kämpfen da. Aber hier, warum Godzilla jetzt wieder angegriffen wird, keine Ahnung. Kann ich mir echt nichts erklären dadurch. Auch das hier, das wird auf gar keinen Fall Godzillas Angriff sein. Moment, das hier. Es könnte entweder sein, dass Kong hier wirklich Shimos Angriff abwehrt oder dass Scar King wirklich die Fähigkeit hat, Attacken zu imitieren und schießt hier einen Atomic Breath auf Kong.
Warum ist der Trailer nicht auf YouTube? Hab zu spät bei dir eingeschaltet. Der Trailer ist auf YouTube, also da, aber nur die zweite Hälfte vom Trailer bis jetzt. Der erscheint erst noch. Der wurde einfach, also die zweite Hälfte von dem Trailer wurde eben gerade einfach schon geleakt. Und ich wollte mir auch nicht angucken, aber ich habe abgestimmt und die Mehrheit hat gemeint, wir gucken uns jetzt schon mal die zweite Hälfte vom Trailer an. Der komplette Trailer, der kommt dann eben gleich erst noch. Auch das hier, dass dieser Arm, der hat ja wirklich so eine Transformers-Funktion scheinbar schon. Hat man da eben irgendwas von den Blitzen auch schon gesehen? Ja, ne? Ja, hier. In Godzilla vs. Kong war der Grund, der Godzilla den Untergang der Menschheit bewahren will, da Ghidorah in Mechagodzilla war. Und ja, aber Godzilla dachte einfach nur, dass Ghidorah noch am Leben war, obwohl Ghidorah einfach nur noch so eine Zelle war eigentlich. War das nicht nur noch das Gehirn von Ghidorah? Und deswegen ist Godzilla komplett ausgeflippt und hat einfach die Menschen zum Teil auch angegriffen. Das meine ich halt mit, das war ein bisschen so, als wäre Godzilla einfach dumm geworden zwischendrin. Er wusste ja nichts vom Mechagodzilla. Das kam ja erst dann ganz zum Schluss. Der dachte, dass Ghidorah halt immer noch am Start wäre. Und deswegen ist der so ausgeflippt. Ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall die Blitzfähigkeit. Wofür er die braucht, keine Ahnung. Das hier ist krass. Das ist schon krass. Berechtigt ist es schon. Ja, ey, du, vielleicht denke ich da auch zu viel rein. Keine Ahnung. Man will einfach eben immer wieder Szenen haben, wo auch Godzilla gegen die Menschen kämpft. Und dann, ey, warum nicht? Das ist jetzt das kleinste Problem hier. Aber wir sehen tatsächlich einen Kampf mit Scar King in der Stadt. Und auch das hier würde wieder zu dem Leak passen, den ich euch mitgeteilt hatte, dass man ganz kurz eine Kampfszene mit Scar King sieht. Das ist dann wohl die hier. Ich denke, dieser Angriff, den Kong blockt, ist der Grund, könnte der Grund sein, dass die Axt zerstört worden ist, weil er ja dann den Arm bekommt. Das könnte natürlich sein. Das könnte wirklich sein. Der schlägt auf jeden Fall mit dem Arm gegen Scar Kings Peitsche. Ja, die Laufzeit ist auch offiziell. Die habe ich in dem Video auch schon erwähnt. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Auch das hier, ich weiß zwar nicht, warum das so ist, dass er diesen Elektroarm nimmt und gegen die Peitsche schlägt, aber auch da wurde ja auch schon gesagt, dass Shimo eben den Eis Raid Breath beherrscht. Deswegen muss Godzilla den Heat Raid Breath oder wie das Ding heißt, beherrschen. Eben den Gegensatz dann dazu. Und Kong wird die entgegengesetzte Fähigkeit zu Scar King wohl bekommen. Deswegen kämpft er mit der Peitsche gegen den Handschuh. Aber was ist der Gegensatz von Blitz? Darf ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Aber das heißt, die Gefahr, die in dem Film wirklich ausgeht, die ist nicht mal von Scar King so krass. Zumindest was der Trailer jetzt suggeriert, ist das wirklich Shimo. Und hier auch, hier ist dieser scheiß Banner halt jetzt im Weg, was auch immer da unten noch steht. Da haben jetzt ein paar von euch gemeint, das könnte einfach Duck sein. Weiß ich halt nicht, ne, ob das jetzt wirklich Duck ist. Ich würde einfach sehr gerne mal den Anfang jetzt von diesem Trailer sehen. Wie viel Uhr haben wir denn? 17:25 Uhr. Ist der arm Assi. Shimo vielleicht wollte Scar King die anderen warnen vor Shimo. Na, dass der am Ende dann so gut ist, meinst du? Glaube ich irgendwie nicht. Da haben wir doch die Szene mit Shimo. Weil da jemand vorhin gefragt hat, wie hat sich denn Shimo selber eingefroren? Gar nicht. Moment. Und auch hier. Diese Kongs, die scheinen nämlich auch gar nicht mal so nett zu sein. Die scheinen hier wirklich dann. Also es ist wohl so, dass dann irgendwie Kong und Shimo aufeinandertreffen
Und die feuern das sogar noch an. Also die gehen da richtig steil gerade drauf. Auf die ganze Nummer. Das heißt, Kong kämpft nicht gegen Scar King. Sondern gegen Shimo. Der da, das ist Shimo. Mehr sehen wir nicht von dem Guten. Das ist, ja. Eine Vorstellung von Scar Kings Arena. Das, ey, das wird wohl echt so eine Arena sein. Und wir haben ja auch mal gesehen, wie in der Hollow Earth unten, wie dann da wirklich so Skelette und sowas rumliegen, ne? So Totenköpfe und alles. Und ich wette, dass der mehr als nur den Kong gegen Shimo kämpfen lässt. Der opfert die quasi für das Vieh. Naja. Das Bild kannten wir ja schon aus der Empire-Zeitschrift. Da müssen wir jetzt halt mal warten, bis dann der Anfang draußen ist vom Trailer, bis der gesamte Trailer eben dann draußen ist. Ja, Kongs Handschuh wird nochmal ein bisschen mehr beleuchtet. Und auch das hier, hat er da ein Stück Haus von seiner Peitsche abgerissen? Wäre cool, wenn Rodan da wäre. Man weiß ja von einem Kaiju, der auftaucht, der definitiv auftaucht, der auch noch nicht hier im Trailer zu sehen war. Vielleicht taucht Rodan auch noch auf, keine Ahnung. Aber der reißt mit seiner Peitsche hier tatsächlich Häuser auseinander. Und seht ihr diesen Schimmer hier hinten? Hat die vielleicht doch irgendwelche fast magischen Fähigkeiten, diese Scheißpeitsche? Ich weiß ja nicht. Das Gerücht war ja sehr hartnäckig gewesen, dass Scar King mit der Peitsche andere Kaiju kontrollieren kann. Unter anderem auch Shimo. Und die Peitsche hat hier eben diesen... Man, das seht ihr auch, oder nicht? Oder bin ich bescheuert? Die hat hier so einen... Ja, da aber nicht. Nee, okay. Ist irgendwas anderes. Aber er könnte damit auf jeden Fall irgendwelche speziellen Fähigkeiten haben, glaube ich schon. Glaubst du... Moment. Glaubst du, Toho wird eine Fortsetzung zu Shin Godzilla machen? Bisschen am Thema jetzt vorbei, aber nee. Ich will es zumindest nicht. Weil Shin Godzilla ist damit geendet, dass sich Godzilla oder eben Shin Godzilla in diese humanitäre Variante verwandeln wollte. Das brauche ich nicht zu sehen, wenn dann da Menschen Godzillas rumlaufen. Das hat ein schönes Ende gehabt, finde ich. Es war so ein richtig schönes, fieses Ende irgendwie gewesen. Die werden jetzt mit Godzilla Minus One werden die weiterarbeiten. Das wird weitergehen. Würde Sinn ergeben. Scar King hat vielleicht damit Godzilla manipuliert und deswegen greift Godzilla Kong an. Könnte auch sein. Allerdings gibt es ja auch noch... Moment, hier ist Kong auf jeden Fall schon in der Hohlerde. Mit Sia heißt sie, glaube ich, ne? Die hängt da unten wohl auch noch mit rum. Hier ist Godzilla ja auch schon wieder aggro und greift die Menschen an. Wo waren das eben in Ägypten gewesen? Das war Brasilien. Da. Obwohl, das könnte wirklich sein. Diese Szene hier, die haben wir auch schon im ersten Trailer gesehen, wo er sich so umdreht und auf einmal seinen Blaster rausschießt. Und jetzt sehen wir ja, wie die Szene weitergeht. Er schießt wirklich auf Kong. Und er hat auch schon diesen Handschuh. Ey, ich glaube wirklich, wir bekommen ein Rematch, ne? Godzilla evolved gegen Kong Handschuh Mensch. Wahrscheinlich aber Godzilla evolved, der, ja, der Trailer ist ja eh noch nicht draußen. Die Werbung, die ist ja gleich wieder vorbei. Godzilla evolved wird manipuliert von Scar King scheinbar und greift halt hier Kong an.
oder so. Oder die hassen sich einfach immer noch. Das könnte auch eine Erklärung sein. Weil er sagt ja sogar, they don't need to like each other. Warte, hier. They don't have to like each other. They just have to work together. Is that a mini con? Aber ich hoffe halt nur, dass das jetzt nicht alles zu sehr recycelt rüberkommt. Zu Godzilla vs. Kong. Wisst ihr, wie ich das Ganze meine? Weil das hier ist doch eigentlich 1:1 die Situation aus Godzilla vs. Kong. Ein Riesenhauptgegner in irgendeiner Stadt. In dem Fall ist es jetzt aber eben hier Brasilien. Rio de Janeiro, genau. Und Kampf zwischen zwei Kaijus, ja. Während dann wahrscheinlich Godzilla gegen Shimo kämpfen wird. Ich habe mal gelesen, dass Kong mit Zuko andere Kongs verkloppen soll. Das wäre witzig, ja. Ich glaube, Zuko kann echt so ein paar lustige Sachen machen. Der wird schon so ein paar Lacher reinbringen in die ganze Nummer. Der wird ja auch Shimo in der Wüste sein. Alle drei kämpfen, ich check nichts mehr. Das mit Shimo, ey, das war immer nur eine Theorie, ne? Da haben einfach Leute gesagt, guck mal, das leuchtet da unten blau. Das ist schon Shimo. Ob das halt wirklich schon auch Shimo ist, wissen wir aber nicht. Da wird es auch keinen Sinn machen, wenn das Shimo. Wie soll denn das dann passieren? Dann kommt Kong erst aus dieser Erde raus? Oh, Moment mal. Das kann. Was ist, wenn Kong in Ägypten aus diesem Loch rauskommt? Dann steht auf einmal Godzilla auch da in Ägypten. Und dann tauchen auf einmal bei Shimo und Scar King gemeinsam noch auf. Und dann wird Godzilla erst manipuliert. Weil die beiden eben mit rauskommen. Könnte das sein? Auf Google gab es ein Bild. Ja, das Bild mit Shimo auf der Pyramide, meinst du, ne? Ja, aber ist es offiziell? Ist halt auch wieder die Frage, ne? Bei diesem Film ist sogar die Verwirrung verwirrt. Ja, uns fehlt halt der gesamte Anfang jetzt von dem Trailer. Lass mich jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob wir den inzwischen haben. Wie viel haben wir denn? 34. Zeit vergeht aber auch gar nicht. Müsste man eigentlich hier gleich mal den Kollegen anschreiben, was das soll, dass man hier einfach den halben Trailer hochlädt? Godzilla Jurassic Park. Was? Ich bin deiner Meinung. Okay, gut. Weiß nicht genau, worum es geht. Aber ich schaue noch mal rein. Jetzt kommen die ersten Videos über den halben Leak vom Trailer. Ey, wenn ihr mir noch einmal folgt, dass ich zu viele Videos machen würde über irgendwelche Leaks und Theorien und bla bla bla. Leute gucken das einfach gerade und machen jetzt in dem Augenblick ein Video über die Hälfte vom Trailer, obwohl der einfach in einer halben Stunde offiziell rauskommt. Die posten das sogar alle. Ey, und ich poste einfach nur ein Bild von Shimo und werd, ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Hier alles voll. Warte mal, wo ist denn hier meine... falsche Dings. Ja, alles voll. Jeder postet einfach den Trailer, der zu früh geleakt wurde. Ich fühle mich minimal unfair behandelt, aber auch nur ganz wenig. Ganz wenig. Na gut, ist das nur die Hälfte? Ja, da fehlt der gesamte Anfang. Der Trailer geht 2 Minuten, wir haben nur 50 Sekunden. Da hat irgend so eine Pfeife hat die Hälfte vom Trailer geleakt, das hochgeladen und der Rest kommt jetzt in 30 Minuten nach. Also dann kommt der gesamte Trailer raus. Wir müssen es aber positiv sehen.
Wir haben uns jetzt zwar die zweite Hälfte vom Trailer schon angeschaut, aber dafür wissen wir jetzt auch, der Trailer kommt auf jeden Fall gleich. Er kommt auf jeden Fall gleich. Ja, dann warten wir eben nochmal ganz kurz ab, bis der jetzt veröffentlicht wird. Um 18 Uhr dann wirklich offiziell. Eventuell sogar schon die deutsche Variante. Vielleicht sogar noch in 4K, das wäre ganz geil. Und dann schauen wir das nochmal an und analysieren dann noch ein bisschen weiter. Das wird heute sehr Godzilla Kong-lastig werden. Und ich hoffe, die Vorfreude ist immer noch da. Weil ich finde auch, der letzte Fetzen jetzt hier hat nicht allzu viel verraten. Wir wissen ja, wie Trailer aufgebaut sind. Da siehst du dann meistens am Anfang dann wesentlich mehr Bilder, da wird auch dann ein bisschen mehr erklärt. Und dann zum Schluss hast du dann eben Action, 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 Action. Ja, das haben wir jetzt eben schon gesehen. Ich finde den Trailer jetzt schon geil. Und das erstmal nur der zweite. Ja, es, also laut dem Adam Wingard wird es auch keinen dritten Trailer geben. Das Ding hier wird als der finale Trailer gelistet. Was danach dann noch kommt jetzt bis. Was stand da eben am Ende? 29. März tatsächlich schon, ne? Meine Quelle nämlich auch Scheiße erzählt. Aber auf jeden Fall, wenn der echt schon am im März jetzt kommt, nächsten Monat, dann werden die jetzt noch ein paar Clips raushauen und sowas. So wie damals bei Godzilla vs. Kong. Und ja, ich werde die auch auf YouTube alle behandeln, die Clips. Wirklich. Dann bitte. Es wurde sich gestern, also komischerweise kommen so Beschwerden immer nachts, wenn ich aufstehe dann ganz kurz und guck mal in mein Handy in die Kommentare rein. Ja, du spoilerst ja so viel. Ja, du spoilerst. So unter ein Video, wo ganz groß oben drüber steht, Theorie. Ja, du spoilerst. Ja, ich behandle diese Themen halt. Ich habe zwei Themen auf meinem Kanal, die ich behandle. Das ist Jurassic Park und Godzilla Kong. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich dann dieses Thema auch wirklich komplett auseinandernehme. Das kann man als Vor- oder auch als Nachteil eben sehen. Gut, wir aktualisieren noch mal ganz kurz die Seite hier und schauen mal. Jetzt hat der erste ein Video hochgeladen, was wir im halben Leak-Trailer sehen. Ein indisches Video. Dann wart doch einfach eine halbe Stunde ab. Vor allem, wie schnell macht er das denn? Okay. Ich hatte nämlich eigentlich ein paar Themen vorbereitet, die wir jetzt hier noch schon abhaken können, bevor wir in den zweiten Trailer reingehen. Zu Godzilla Kong. Wenn der zweite Trailer online ist, könnt ihr mir auch gern Bescheid sagen und einfach in den Chat reinschreiben. Bitte schaut aber mal, dass das auch von irgendwelchen offiziellen Quellen dann online ist. Sowas wie Kinocheck, Warner selber vielleicht. Warum wurde überhaupt die zweite Hälfte gezeigt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man da rankommt. Warum man das einfach hochladen kann. Wirklich keine Ahnung. Mein Tag war sehr schön. Ja. Deswegen gerade mal kurz was sehr Erfreuliches. Ich habe, glaube ich, noch nie Fanpost, das ist so ein ganz dummer Begriff, Fanpost bekommen. Aber heute habe ich was sehr, sehr Schönes bekommen vom lieben Daniel. Ich zeige das gerade mal. Deswegen, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass dieses Schild da hinten, dieses Jurassic Park Leuchteschild da hinten, das wird jetzt mit der Zeit verschwinden. Beziehungsweise das wird morgen schon weg sein. Denn der liebe Daniel hat mir etwas gebastelt. Und zwar hat er das selber zusammengebaut. Zeig's euch gerade mal. Das ist ein komplett leuchtendes Schild. Unknown Kaiju-Verse drauf. Mit der 3 daneben und mit dem Spinosaurus-Symbol. Warum? Weil ich ja immer Jurassic Park 3 so sehr verteidige. Und das Teil hier leuchtet genauso wie das. Daraufhin habe ich mal den lieben Daniel auch angeschrieben. Und zwar macht er sowas beruflich, so Dinger zu bauen. Und da werde ich mal gucken, dass ich für meinen Kanal eine Kooperation mit der Firma hinkrieg. Dann könnt ihr euch so Dinge auch bestellen. Und nur um mal ganz kurz Preise zu nennen, ne? Ich will jetzt hier nichts schlecht reden, aber damit ihr mal ganz kurz einen Preisvergleich habt. Das Ding da hinten ist ja winzig klein. Das Schild da hinten ist so groß wie meine Handfläche. Größer ist das Ding nicht. Ich habe dafür 40 Euro bezahlt. Auf einer Seite, die reimt sich auf Schmammerschmon.
40 Euro für dieses kleine Kackding. Das hier bekommt ihr für ca. 30 Euro. In der Qualität, in der, also mit Echtholz auch alles, ne? Supergeil verarbeitet, mit Leuchtefunktion. Und da werde ich auf jeden Fall mit der Firma morgen mal Kontakt aufnehmen. Und habe auch schon ein bisschen gesprochen mit dem lieben Daniel. Das geht wohl auch klar. Und dann könnt ihr über diese Firma und über mich möglicherweise, wenn das alles klappt, euch auch so Dinger selber erstellen lassen. Das heißt, die Sachen werden dann auch wirklich extra für euch angefertigt und das sind dann eben alles Unikate im Endeffekt. Ich bestelle das mir jetzt mit dem Jurassic World Dominion Logo. Ja, du kannst dir auch einfach einen Mittelfinger hinhängen. Das aber mach, wenn du es schön findest. Das Logo von Jurassic World Dominion ist sogar ganz geil eigentlich, mit diesen Bernsteinfarben. Auf jeden Fall werde ich aber dieses Teil hier dann morgen ersetzen. Da kommt dann das hier hin. Ja. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. So, dann stelle ich das gerade mal irgendwo in Sicherheit. Das war Punkt Nummer 1, den ich jetzt hier mal abhaken wollen würde. Ihr könnt hier mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, ob ihr da so Interesse an sowas hättet. Du kannst dir alles da, alles Mögliche machen lassen. Auch für Sohn, Tochter, für Freund, Freundin, Frau, Mann, wie auch immer. Und hat auch wirklich vom Preis her total krass. Ich habe auch erstmal gesagt, das ist total, gerade weil das ja auch handgefertigt ist alles, ne? Das ist ja wirklich ein Unikat, das dann nur für dich da ist, geht das halt voll klar. Da habe ich dann gesagt, okay, pass auf, wir machen da mal irgendwie so ein bisschen was zusammen. Okay, wir aktualisieren noch einmal das YouTube-Fenster und schauen, ob Trailer 2 jetzt wirklich offiziell da ist. Noch nicht, aber es ist ein neues Video online von jemandem, der noch ein Video über den halben Trailer gemacht hat. Das ist angeblich der internationale International Cutdown, heißt das Ding wohl. Also ich glaube, das ist kein Cutdown. Ich glaube, das Ding ist einfach geleakt worden ohne Erlaubnis. Das ist aber schlau ist einfach Cutdown zu nennen, damit du nicht gestrikt wirst. Clever. Noch 15 Minuten haben wir auf jeden Fall. Habt ihr schon über das neue Poster gesprochen? Über das neue Godzilla Kong Poster. Gute Idee eigentlich. Damit könnten wir uns noch kurz die Zeit vertreiben. Denn dazu kann man ja auch mal noch was sagen. Wenn ich es jetzt finde, zumindest, oder habe ich es nicht sogar in den Bildern gespeichert? Du meinst wahrscheinlich das Bild, wo wir Godzilla und Kong sehen, die nebeneinander stehen, gell? Also einer links, einer steht rechts. Ich meine, ich habe mir das irgendwo abgespeichert. Okay, über das Bild hier müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz reden. Okay, Moment, er kann es. So, da haben wir Bild Nummer 1. Bild Nummer 2 hatte ich doch irgendwo, hatte ich das doch drin. Darf ich den Link schicken? Ja, wenn du es gefunden hast, dann schick mir gerne den Link, aber ich glaube Bei Twitch wird das nicht funktionieren. Du kannst mir das aber über Discord schicken, wenn du Discord hast. Bin nicht lange da, muss bald wieder los zum Dart-Training. Oh! Gut, den Trailer kannst du ja auf jeden Fall noch nachholen. Der müsste aber jetzt auch gleich online sein.
Die ersten Leaks haben wir jetzt ja auch schon gesehen. Ich habe eine Frage zu King of the Monsters. War Godzilla zu Hause eigentlich Atlantis? Ja, könnte sein. Würde auf jeden Fall passen. Nee, den Link kannst du ja nicht reinschicken. Das musst du über Discord schicken oder über Instagram oder sowas. Ja, ich hab's aber gefunden. Ich hab's, keine Panik. Ich fand das Bild, über das wir jetzt noch kurz sprechen können. Denn dazu gibt's nämlich auch noch was zu sagen. So, und zwar öffnen wir gerade einmal dieses Bild. Nein, wir brauchen dieses Bild. Ja, jetzt nicht hier die beste Qualität, aber es muss reichen. Das Bild meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, noch 13. Was war das in der Szene, wo Godzilla diesen Impuls hatte? Da gucken wir gleich nochmal rein, wenn der gesamte Trailer online ist. Lass uns jetzt mal gar nicht über diesen Leak eben gerade reden. So, das muss was heißen, das Bild. Das Bild haben wir eben gerade gesehen, ist auch Teil von Trailer 2 ganz am Ende. Was auch immer das hier unten ist für ein Ding. Vielleicht ist es auch einfach gar nicht wichtig. Was hierbei wichtig ist, ist, dass unter dieses Bild wurde von Adam Wingard, dem Regisseur von Godzilla Kong, unter der Empire drunter verfasst, dass wir in diesem Film Godzilla Kong so viele Godzilla-Varianten und Verwandlungen sehen werden wie noch nie zuvor. Ich gehe davon aus, er meint damit einfach, dass wir quasi alle alten Verwandlungen auch nochmal sehen werden, plus Godzilla Evolved. So, jetzt kamen aber schon die ersten Theorien auf, dass das hier nicht Godzilla Evolved ist, sondern quasi noch eine neue Form. Da habe ich auch noch ein anderes Bild zu dem Thema, wartet mal. Genau, das sollen angeblich die drei verschiedenen Formen des Films sein. Der normale Godzilla, den wir gesehen haben, Godzilla Evolved, und das Ding. Jetzt haben wir allerdings eben gerade schon gesehen in Trailer 2, dass ja Godzilla auch mit dieser Atomic Breath Variante auftaucht, ne? Das heißt, das wird auf jeden Fall passieren. Ups. Ich würde es ein bisschen leiser machen. Der ist aber jetzt hier nicht mit dabei. Ich glaube, dass das hier einfach der Godzilla ist, also derselbe wie der hier unten, der aber eben gerade dabei ist, diesen Atomic Breath auszustoßen. Das ist jetzt meine Theorie. Ansonsten, ja, ihr könnt es mir auch mal schreiben, wie ihr das seht. Könnte das hier, das ist doch keine neue Form von Godzilla. Das ist einfach noch Godzilla Evolved und das ist auch Godzilla Evolved. Nur hier leuchtet er eben und hier eben nicht, weil er hier angriffsbereit ist und da eben nicht. Das ist jetzt so meine Aussage dann dazu. Adam Wingards Aussage von wegen, wir werden mehr Godzilla-Varianten sehen als jemals zuvor, bezieht sich, glaube ich, nicht auf neue Varianten, sondern darauf, dass wir auch alle alten Verwandlungen nochmal sehen. Atomic Breath Godzilla, wo er blau leuchtet, den, ach, ihr habt es mir vorhin geschrieben, wie heißt der nochmal? Die Form, die er in Godzilla King of the Monsters gegen Ghidorah gemacht hat, werden wir nochmal sehen. Der Film, wenn das wirklich der zweitkürzeste Film von allen ist, wäre das ein bisschen wenig Zeit, um noch eine neue Form einzuführen. Das hier wird schon Godzilla Evolved sein, das glaube ich auch. Was ist die Sphinx? Das in der Mitte, meinst du? Bei dem anderen Bild war das gewesen, ne? Ja, das könnte wirklich sein. Macht ja auch Sinn, wenn die beiden eben wirklich in Ägypten auftauchen, könnte das Bild hier auch dann kurz nach dem Kampf der beiden entstanden sein. Und das ist dann die Sphinx, das macht Sinn, das ist wirklich die Sphinx.
hätten wir dieses Rätsel auch schon gelöst. Noch 9 Minuten, dann können wir uns den kompletten Trailer anschauen. Deshalb ist Godzilla jetzt nicht mehr so breit. Ey, aber ich finde, gerade nach dem Bild hier, könnt ihr doch wirklich aufhören, über diese neue Form zu jammern, oder? Das sieht doch sehr geil aus. Und von wegen, der ist nicht an Godzilla Millennium angelehnt. Aber sowas von ist der an den angelehnt, aber 100 Pro. Ich dachte, es wäre Doug und wäre nie auf die Sphinx gekommen. Ich wäre auch nicht auf die Sphinx gekommen, tatsächlich. Aber jetzt, wo der Name gedroppt wurde, Sphinx, macht Sinn, dass es die Sphinx ist. Sowohl vom Design her, ne, hier so diese Ecken, da und da und da und dann da der Körper, als aber eben auch, dass wir ja sehen, dass die beiden in Ägypten sind. Das macht halt irgendwie schon Sinn. Menschen brauchen Jahre, um die Pyramiden zu bauen. Dann kommt Godzilla und zerstört die im Kampf. Ja, das ist schon wieder richtig, ja. Eigentlich voll der Arschloch-Move. Ey, ich fand alle Formen von Godzilla bisher geil. Von den neuen Formen. Aber es wurde sich ja bei ihm so übertrieben drüber aufgeregt, dass er auch noch pink leuchtet. Und jetzt seht ihr aber, aha, der leuchtet eben nicht die ganze Zeit nur pink. Das ist eine Phase von ihm. Wenn er wahrscheinlich gerade seinen Atomic Breath raushauen will, dann wird er pink leuchten. Deswegen war da wieder das ganze Gejammer komplett umsonst gewesen. Wie immer eigentlich. Okay. Dann lasst uns gerade nochmal kurz YouTube aktualisieren, um zu gucken, ob wir es jetzt geschafft haben. Trailer 2 ist noch nicht da, nee. Dann warten wir noch ganz kurz. Mal ganz kurz in die Godzilla Facebook-Gruppe rein, ob da vielleicht schon irgendwas bekannt ist. So. Ansonsten können wir noch mal ganz kurz. Nee, da ist noch nichts bekannt. Können wir noch mal ganz kurz auf eure Wünsche zu Trailer 2 eingehen? Noch haben wir den ganzen Trailer ja noch nicht gesehen. Oh, das ist ja ein krasses Poster. Da im Kino am 29. Mai. Das ist ein neues Poster. Was eben gerade zu Trailer 2 rausgekommen ist. Das sieht schon ziemlich geil aus. Ich werde mal schauen, dass ich das irgendwie speichern kann und ja, das Poster wurde genau von der Person gedroppt, eben gerade, die auch gemeint hat, der Film würde erst Anfang April rauskommen. Das stimmt dann ja nicht, ne? So. Das. Deswegen ist Godzilla jetzt auch sehr schnell, was schon von Vorteil ist. Ja, der wird schon ein paar neue Fähigkeiten mit dazu bekommen. Ich meine, es wird ja Sinn ergeben. Aber ich finde es wirklich krass, dass Godzilla nämlich scheinbar weder so wenig Auftritt haben soll, wie es ja auch angeblich geleakt wurde. Das zeigt der Trailer zumindest erstmal gar nicht. Ist vielleicht auch später im Film ja, der März wurde vor Wochen gesagt, aber es wurde dann von Personen, die alles über das Monsterverse weiß und dann dauernd Kontakte aus der ersten Hand hat, dementiert und dann wurde gesagt, nee, wir werden noch erfahren, dass der Film jetzt doch nicht im März, sondern erst Anfang April rauskommt. Und das stimmt eben nicht. 29. März. Jetzt also doch fix. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eben gerade noch erzählen wollte. Okay. Das neue Poster wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen.
Wie komme ich denn jetzt daran? So, am besten über die Cloud wahrscheinlich. Noch 4 Minuten, jawohl, dann müsste er rauskommen. Stimmt, sorry, vergessen. Hab seit ein paar Monaten nicht die Filme geguckt, eher einen Monat. Im März kommt der Film, am 29. März kommt der Film jetzt raus. Achtung, jetzt gucken wir uns gleich den deutschen Trailer an, dann ist dann irgendwie so, in Deutschland aber erst am 15. April. Dann guckt ihr aber blöd. Hast du schon den Trailer gesehen? Wir haben den Trailer ja schon geguckt, ja. Also zumindest den geleakten Trailer. Wir schauen uns gleich nochmal den richtigen Trailer an. Wenn er offiziell von Warner selber veröffentlicht wurde. Glaubt ihr, Warner kotzt jetzt gerade, dass der Trailer schon draußen ist? Nur nicht von ihnen? Ja, geil, wenn der Film am 1. April rauskommt, ja. Und dann stehst du vorm Kino und dann sagen die, es war ein Witz. Es war ein April-Scherz. Oh, die ersten geleakten Trailer verschwinden aber gerade schon wieder. Und ich will nicht böse wirken, aber trotzdem, ich hoffe mit Strikes. Mindestens einem. Aus Gerechtigkeitsgründen. Jetzt kommen hier die ersten Reactions zum Leak raus. Die sind doch alle bescheuert. Aber wirklich, da werft ihr mir vor, dass ich zu viel über das Monsterverse mache und jeden Scheißdreck in Video reinpacke. Da gibt es ja viel Schlimmere als mich. Der eine hat ein Video über den Leak gemacht, darüber, dass der Leak den halben Trailer zeigt. Dann nochmal ein Video, wie er auf die Hälfte davon reagiert. Und eine Ankündigung, dass morgen noch ein Video kommt, wie er den kompletten Trailer analysieren wird. Heftig. Ich meine, klar, ja, du, ey, wenn du davon lebst, von der ganzen Nummer, nimmst du natürlich auch irgendwo dann die Klicks mit, das ist vollkommen klar. Aber es ist halt so sinnlos. Es ist, der Trailer ist doch gleich da. Noch eine Minute ungefähr, Pi mal Daumen, ein bisschen länger vielleicht. Warner hat auf X auch das Banner. Ja, das wird der 29. auch sein. Der wird auch bei uns dann rauskommen. Warner wird aber gerade erstmal kotzen, dass die jetzt den Trailer schon geleakt haben. Ja. Aber der böse Tobi, der hat den Shimo ja als Bild drin gehabt. Dem schicken wir einfach mal 2 Strikes rüber. Arschlöcher. Entschuldigung. Distanziere mich von der Aussage. So. Dann schauen wir uns jetzt trotzdem nochmal kurz das Poster an. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das sind 2 neue Poster. Eigentlich dasselbe, nur in 2 verschiedenen Ausführungen. Und dann gucken wir uns sofort den Trailer an. Da kommen die ersten tanzenden Dinos. Das ist doch dann wieder sehr schön. Tanzende Dinos sind immer schön. So. Das hier einmal, Moment. Ja. Ist doch eigentlich ganz nett. Only in Theaters March 29. Also können wir uns schon auf den 29. März freuen. Und ich werde auf jeden Fall, was ist denn das für ein Tag? Das ist wahrscheinlich wieder ein Donnerstag oder so, ne? Werde ich auf jeden Fall aber ins Kino rennen, beziehungsweise schon ins Kino fahren. Wo haben wir es denn? Februar, März, 29. März ist ein Freitag.
Ey, da könnte es aber sein, wenn wir Glück haben. Oh, vielen, vielen Dank an Wolli Petri für das Stufe 1-Abo. Tausend Dank. Da war vorhin, glaube ich, noch eins gewesen. Ne? Ich habe es nur eben gerade nur nebenbei gesehen. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Support. Bei uns kommen Filme in Deutschland eigentlich generell eher im Donnerstags raus. Ne? Das hier ist allerdings ein Freitag. Das heißt, wenn wir ganz viel Glück haben, ihr Lieben, ganz, ganz, ganz viel Glück haben, dann kommt der Film bei uns einen Tag früher raus. Ups, sorry. Sorry für den Ruckler. Geht's wieder? Jetzt müsste es wieder alles gehen. Oder eine Woche später, glaube ich nicht. Nee, 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 der wird keine Woche später kommen. Der Trailer ist da. Sehr gut, dann gucken wir jetzt auch mal rein. So. Ich muss nur ganz kurz mal was gucken. Läuft jetzt wieder alles komplett frei hier? Oder ruckelt der Stream gerade ein bisschen? Da muss ich nämlich jetzt hier kurz ein Fenster schließen. Ich schaue mal ganz kurz selber in den eigenen Stream rein. So. Der Stream laggt. Jetzt müsste es wieder gehen. Jetzt geht's doch wieder. Könnt ihr mal aufhören, Panik zu schieben? Jetzt geht's doch wieder. Wir sind doch jetzt wieder live. Ist doch wieder alles okay jetzt, oder nicht? Macht keine Hamsterkäufe. Wenn der Stream laggt, bitte keine Hamsterkäufe machen. Wir gehen jetzt in den Trailer rein. Habt keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe eben gerade nur es gewagt, neben dem Stream noch ein Programm zu öffnen. Oder Warner Brothers war auf meinem Rechner. Das kann auch sein. Dass Warner Brothers jetzt gesagt hat, ey, so nicht. Der Trailer geht 3 Minuten. Wo siehst denn du einen Trailer, der schon rausgehauen wurde? Weil ich sehe ihn zumindest hier nicht. Habt ihr den Trailer schon gefunden? Bei Warner Brothers, sagst du? Auf der Website oder auf der YouTube-Seite? Ah ja, ich hab ihn. Ja, der Trailer geht halt wirklich 3 Minuten. Und er ist direkt in 4K draußen. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Entschuldigung für die Ausdrücke. Dann gehen wir da jetzt auf jeden Fall rein. Gut. Zieht eure Kaiju-Schuhe an. Ich switche jetzt mal rüber in das Fenster. Lasst mich aber nochmal ganz kurz für euch, weil ihr seht das jetzt natürlich hier mit diesem komischen weißen Rand, schwarzen Rand. Ist es so besser zu gucken? Ja, das ist doch besser. Okay. Dann würde ich sagen, hab ihn gerade geguckt. Finde ich super, dass du einfach keine 2 Sekunden warten konntest. Finde ich auf jeden Fall sehr respektabel, dein Durchhaltevermögen. Wir schauen jetzt auf jeden Fall da rein. Godzilla Kong Trailer 2 ist da. Vor 4 Minuten gedroppt. Auf geht's. 3 Minuten 3. Geil.
Titans were the guardians of nature. And the great apes became the protectors of humanity. Sieht aber auch vom CGI her wesentlich krasser aus, oder? Als noch der erste Trailer, meine ich. We've discovered a signal. She can feel it. Kong, Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? Thought you'd never ask. Alter, was ist das? Okay, sie haben auf jeden Fall irgendwie ein neues Portal zu Hollow Earth geschaffen. Is that a mini Kong? Oh my God. Ey, ja, Mann. Und Chimo macht einen Eisstrahl, da sehen wir es gerade. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Alter, okay, der friert wirklich. The last time those two met up was almost the. We've made some minor augmentations. Oh. Er nimmt wirklich ein Dach vom Haus. Mit seiner scheiß Peitsche. Ja, und da haben wir auch eben gerade die Sphinx besser gesehen. Okay. Das war viel zu viel. Viel zu viel Informationen. Oh je, yeah. Okay. Gebt mal eine Note im Chat. Was sagt ihr zu diesem Trailer? Wie ist eure Meinung dazu? Der Film wird geil, krass. Man sieht Chimo für eine kurze Zeit. Hast du das schon gesehen? Ja, ja, hab ich ja gesagt. Du siehst Chimos Augen, siehst du. Und auch den Eisstrahl von Chimo. Sogar zweimal hast du den gesehen. Ey, ich habe auch gerade echt das Gefühl, dass der Film, dass der beste Film des Monsterverse werden könnte. Ja, sah schon wirklich krass aus. Stets bemüht. Müsste ja negativ eingestellt. Wieso? Ist dir zu generisch oder was? Ist das dir zu viel Marvel-like-Action, sage ich jetzt mal? Ophiliac, du auch? Eine 4? Okay. Also ich bin echt gehypt drauf und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt direkt auch an und gehen da nochmal rein und machen mal eine schöne Analyse von dem ganzen Kram und gucken mal, was wir da alles sehen. Und ich werde euch was verraten. Ich habe schon mal gesagt, ein Kaiju wurde mehr oder weniger bestätigt, den wir im Trailer 1 nicht gesehen haben. Wir haben hier die Bestätigung bekommen und ihr habt es alle verpasst. Hundertprozentig. Wir gehen darauf jetzt nochmal ein. Trailer-Analyse vom Trailer. Okay. Sollen wir ihn nochmal durchlaufen lassen und auch parallel? Ja, ne? War ja schon geil. Dann machen wir das nämlich auch. Gerade nochmal hier zum Anfang, weil wir den Shot ja schon so ähnlich kannten aus dem ersten Trailer. Habt ihr auch das Gefühl, dass das CGI geiler geworden ist im Vergleich zum ersten Trailer? Wenn ich mal auf den Sand achte, das sieht unfassbar geil aus. Im Vergleich zum ersten Trailer auch wesentlich realistischer.
Das hier. Diese Wölbung da hinten. Wo ist meine Maus? Da. Das hier. Das war im ersten Trailer einfach nur so ein Abgesacke. So, da haben ja Leute auch schon gesagt, das ist Shimo. Weil da eben diese Zacken hier, die sieht man da eben. Keine Ahnung, könnte auf jeden Fall sein, ja. Ich frage mich halt nur, warum die da aus der Hollow Earth genau bei den Pyramiden rauskommen. Da wird irgendein Zusammenhang haben wahrscheinlich. Weil wir sehen ja auch in der Hollow Earth unten, dass da Menschen leben und in der Hollow Earth unten sind auch so Pyramiden. Wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich halte mich gerade für sehr schlau. Weil wenn das eben gerade Shimo war, wieso kommt dann jetzt erst Kong da raus? Ich glaube nicht, dass das wirklich Shimo war. Man sieht, ich weiß, wir kommen gleich dazu, dass man Shimo gesehen hat. Warum greifen die Jets Godzilla an? Das ist eine sehr gute Frage. Eine unfassbar gute Frage, ich habe keine Ahnung. Das hier ist ein super schöner Shot. Dass wir auch sehen, dass Godzilla quasi, das wird ja jetzt quasi so erklärt, dass die Titans, also Godzilla und Co., dass die Natur beschützen. Das ist ein super schönes Bild dazu, finde ich. Das jetzt eher weniger, aber gut, das ist halt auch Godzilla, ne? Der muss irgendwas zerstören. Aber auch hier ist dann wieder die Frage, warum prescht er scheinbar komplett rücksichtslos durch diese Brücken durch? Einmal hier. Ey, ich meine, da stehen noch Autos drauf. Da werden gerade Leute bei draufgehen bei der Aktion. Wird er wirklich noch nach seiner Verwandlung nochmal manipuliert in irgendeiner Form? Einfach weil er es kann. Das kann auch sein, ja. Einfach nur, um ein bisschen zu flexen. Da ist er auch schon verwandelt. Das wundert mich auch tatsächlich, ja. Ich dachte auch, dass die Verwandlung erst gegen Ende kommen wird, aber scheinbar ist die schon relativ früh am Start. Guardians of nature. And the great apes became the protectors. Und das habe ich aber auch mit Story gemeint, nur mal ganz kurz, weil auch immer wieder Leute gesagt haben, ich brauche da keine Story dahinter. Ich will nur Affen und Kaiju-Gekloppe sehen. Die Story ist doch hier sau interessant. Dass wir jetzt einfach erfahren, dass Godzilla wirklich für die Natur steht und die Kongs eben für die Sicherheit der Menschen. Wir haben jetzt eine Mythologie, die wir jetzt richtig aufbauen können. Und das habe ich ja so krass kritisiert bei King of the Monsters, dass da eben so Mythologie-Schnipsel einfach immer nur so in die Kamera geschmissen werden, aber es wird nie drauf eingegangen. Hier gehen wir jetzt anscheinend richtig krass drauf ein sogar. Sowas wollte ich einfach sehen, so die Mythologie ein bisschen weiter ausschmücken. Ich finde das geil. Das hat Godzilla schon immer gemacht, das stimmt, ja. Warum sollte man das Verhalten ändern? Ja auch. Ich frage mich, ob Sia, heißt sie glaube ich, ne, ob die in der Hollow Earth lebt. Nee. Wir sehen sie ja gleich noch, wie sie an der Oberfläche ist. Habt ihr eine Theorie, was da jetzt gerade passieren könnte? Ich habe eine. Bitte schreibt es mir in den Chat, ob ihr eine Theorie habt, was mit Sia abgeht. Was passiert hier gerade? Warum sieht sie diese Realitätsverzerrung schon? Und ja, ich glaube nicht, dass... Also ich glaube nicht, dass es sich hierbei um irgendwas mit dem Access Mundi handelt. Das können wir rausnehmen. Das Access Mundi wird für die Serien behalten. Das hat nichts damit zu tun. Was meint ihr, warum sie ja diese komischen Visionen hat? Déjà-vu. Ich will den Film jetzt sehen. Ich zahle auch 200 Euro. Warner Brothers, ihr habt's gehört. Godzilla Jurassic Park zahlt für alle, die gerade online sind, übrigens, hat er gesagt. Das heißt, 106 mal 200 Euro. Wenn wir den Film jetzt gucken dürfen, hier live. Das denke ich auch. Sie bekommt Vision Connection mit Mothra. Genau das ist nämlich das Ding.
Wir sehen gleich den Moment, wo sie Mothras Ei berührt. Und ich habe in einem Video gesagt, ey, Mothra wurde eigentlich schon bestätigt. Zum einen eben wurde das ja auch angeblich geleakt. Muss man nichts von halten im Endeffekt. Aber wir haben Mothra auch gesehen in Spielzeugvariante. Und dann haben wir noch gesehen, wie sie ja irgendwo hingreift und dann kommen da wie so Sporen runter. Das ist Mothra. Die hat irgendeine Connection mit Mothra. Das Mädel. Hallöchen, Hallöchen, Mark. Gia war es, genau, Gia. Entschuldigung, nicht Dia, Gia. Gia hat eine Verbindung zu Mothra, genau. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist richtig. Bin ich mir ganz sicher, dass das stimmt. Haben wir es da nicht eben gerade sogar schon kurz gesehen? War das eben gerade eine... War das eben eine Motte? Da. Oder? Das ist ein Mottenzeichen. Ja. Und dann das nochmal. Genau, da habe ich im Trailer 1 nämlich auch davon gesprochen, dass sie ja nämlich diese Sporen da irgendwie an sich hat, dass wir hier Mothra zu Gesicht bekommen. Das wird einfach passieren. So, da müssen wir ganz kurz nochmal in diesen Shot hier rein. Da. Da ist Shimo. Alter, ist der riesig. Seht ihr das hier? Alter, ist der riesig. Die kämpfen echt zu viert in der Stadt. Hier ist Scar King. Das ist Kong, der auf dem Kopf liegt oder was? Hier ist Godzilla und da ist Shimo. Krass. Aber Godzilla leuchtet halt echt da komplett am gesamten Körper, ne? Nicht nur die Zacken, sondern der gesamte Körper leuchtet hier. Ich will das Bild hier mal ganz kurz abspeichern. Och, komm. Ich mach das. Moment, ich mach das einfach übers Handy. Und dann gucken wir uns nämlich gleich Shimo nochmal ein bisschen genauer an. Den haben sie aber clever versteckt, ne? Den haben sie clever versteckt in so einer ganz kurzen Clip-Dingsbums. Flashbacks an Godzilla Save the Earth. Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig, ey. Tatsache. Vielleicht überhitzt Godzilla oder so. Ach, die kämpfen einfach nur, glaube ich. Hier, der ist komplett in Eis gehüllt und der ist halt komplett in Feuer gehüllt und was auch immer die zwei da machen, habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht gerade. Wir müssen weiter gucken. Oh, das ist viel. Da haben sie wirklich. Ich glaube, hier verstecken sie so ein paar Sachen einfach drin. Also Shimo, Godzilla, Scar King und Kong haben wir hier schon mal gesehen. Das hier ist der Ice Ray Breath von Shimo. Geht die Axt von Kong gegen Shimos Eisstrahl kaputt? Ich schätze ja. Deswegen bekommt er auch dann seinen Handschuh. Das hier ist in Rio de Janeiro. Übrigens sind die dafür nicht extra nach Rio geflogen, ne? Die haben das natürlich im Studio aufgenommen. Das ein bisschen faul ist, aber ist ja egal. Was haben wir hier? Das, Moment mal, ich... Nein? Das ist doch auch ein Teil von Shimo. Hier, erzähl mir doch nichts. Warum machen die so ein Geschiss um den? Okay. Scar Kings Augen plus die Pyramiden. Ich weiß nicht, was die Pyramiden damit zu tun haben, aber ich sage euch, dass es irgendeinen Grund hat. Es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum die Pyramiden so wichtig zu sein scheinen für den Film. Hat so ein bisschen Transformers 2 Vibes, ne? Was jetzt nicht negativ sein soll, aber Transformers 2 haben die Pyramiden für mich so ein bisschen skeptisch werden lassen.
Gibt noch eine Szene mit Shimo. Ja, ich weiß, alles cool. Wir müssen es jetzt wirklich langsam. Das ist nicht Shimo. Du hast du eben gerade gar keinen gesehen davor. Da. Das sind Shimos Augen. Okay. Dann hat Shimo irgendwas mit den Pyramiden zu tun. Und ich wette, dass die Flashbacks auch auf Shimo und Ägypten bezogen sind, aus irgendeinem Grund. Wie auch immer das zusammenpasst, keine Ahnung. Und Mothra warnt Gia vor Shimo und Scar King und deswegen kommen sie erst auf den Trichter, dass da irgendwas nicht stimmt. Das könnte ich mir so vorstellen. Genau, irgendwas stimmt nicht mit mir, wie groß die vor allem geworden ist, krass. Weil sie eben diese Visionen jetzt hat. Gia spürt Shimo. Ja, aber ich glaube, dass die durch Mothra Shimo spürt, dass Mothra sie davor warnt. Und deswegen kommen die jetzt erst auf die Idee, in die Hollow Earth zu gehen, glaube ich zumindest. War das eben irgendwas Wichtiges gewesen? Moment. Nee, erkennt man nix. Nee. We've discovered a signal. She can feel it. Und was ist das hier? Entweder erhebt sich da gerade wirklich Scar King vor Kong oder es ist doch was anderes. Es scheint irgendwie auch zu fliegen. Weil der Trailer suggeriert uns jetzt, dass das irgendwie Godzilla sein soll. Aber das ist nicht Godzilla. Ich glaube, da verarscht uns der Trailer gerade so ein bisschen. Ich glaube, das hier ist irgendwas anderes. Kong, Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? Ja, mal gucken, wie er so drauf ist. Mal gucken, ob das war Ghidorah. Oh, bitte nicht schon wieder, ey. Ghidorah ist ja ganz cool, aber nicht jetzt nochmal. Jetzt heißt es auf einmal, na, Ghidorahs Gehirn wurde in Scar Kings Körper eingepflanzt. Nee. ihr habt recht. Das könnte sein. Dass wir hier Mothra sehen. Clever, ja? Ihr seid schlau. Das könnte wirklich sein. Godzilla. They can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for- Landet das hier auch auf YouTube. Ich habe gerade leider keine Zeit und würde den Stream hier, ja, auf jeden Fall. Das Ding wird heute Abend noch von Twitch runtergezogen und dann ist es morgen spätestens auf YouTube online. Versprochen. Auf dem Reaction-Kanal aber. Auf dem Hauptkanal gibt es dann morgen ein Video zum Trailer an sich, eine Besprechung. Ich meine, Shimo hat auch Flügel. Ich habe da auch mal so eine Konzeptzeichnung von gesehen, aber ob die halt echt ist, keine Ahnung. Und wir haben ja Shimo eben gerade auch gesehen, da hat er keine Flügel gehabt. Weiß ich nicht, ob das Shimo ist. Mothra würde wesentlich mehr Sinn ergeben. Nach allem, was man da jetzt auch schon weiß. Der blaue Godzilla ist besser als der pinke. Ey, ich finde das tatsächlich gar nicht. Ich finde, das pinke Design wird immer geiler, je öfter ich das sehe. Ich habe mich an dem blauen einfach schon satt gesehen. So, hier haben sie jetzt anscheinend... Also erstmal haben die hier wohl ein neues Fahrzeug, was... sie in die Hollow Earth runterbringt. Und hier erschaffen sie jetzt ein neues Portal in die Hollow Earth. Und da hockt übrigens auch Kong in der Ecke. Der sitzt da einfach. Hey, Kong ist schon sympathisch, ey, komm. Das kann man jetzt nicht leugnen. Immer noch Team Godzilla auf jeden Fall. Könnt ihr mal in den Chat reinschreiben. Hashtag Team Kong oder Hashtag Team Godzilla, was seid ihr? Ich bin auch Team Godzilla, aber ich finde, Kong wird immer sympathischer. Das könnte auch Rodan sein. Rodan könnte auch sein, ja, tatsächlich. Aber irgendwie glaube ich ein bisschen mehr an Mothra, weil
Das würde halt diese ganzen Leaks und sowas nochmal ein bisschen untermauern. Ich habe auch ein geleaktes Bild gesehen von einem Kaiju mit Flügeln, was nicht Mothra war. Es sollen ja wohl auch noch mehr Kaiju drin vorkommen, ja. Also es muss nicht Mothra gewesen sein. Jetzt haben wir jetzt hier Team Kong, Team Kong. Oh, Leute. Team Godzilla. Team Godzilla, Team Godzilla. Kong ist Ziehvater von Gia, tatsächlich, ja. Irgendwie so ein bisschen ist das tatsächlich. Ey, wenn die das wirklich so aufbauen, dass Kong und Godzilla in den kommenden Filmen immer so eine Art Vegeta und Goku-Beziehung haben. Ja, das wäre schon echt lustig. Wurde nicht sogar mal irgendwo gedroppt von Adam Wingard, dass das Ganze so ein bisschen an so eine Buddy-Cop-Geschichte erinnern soll zwischen den beiden? Hashtag Team Shimo. Ja, aber den haben wir ja noch gar nicht richtig gesehen. Ich habe gelesen, dass Rodan gegen Shimo kämpft und dabei stirbt. Boah, ja, keine Ahnung. Habe ich nichts von gehört? Kann ich nichts zu sagen. Aber warum müssen die auch genau da zum Beispiel runter? Da wird es irgendwie diese ganzen Hintergründe, wenn es überhaupt welche gibt. Ja, warum müssen die jetzt genau hier in die Hollow Earth runter? Warum sieht das Raumschiff aus wie ein Hühnchen? Mit den Schenkeln. Lethal Weapon mit Kaijus. Ey, wurde das nicht sogar wirklich gesagt? Mit Lethal Weapon? Na, guter Kaiju, böser Affe. Umgekehrt. Guter Affe, böser Kaiju. Jetzt müssten sie aber eigentlich auch das Exis Mundi passieren. Ja, aber Exis Mundi ist halt einfach nur da für die Serien. Wenn die jetzt hier rausspringen würden, übrigens, würden die wirklich im Exis Mundi rauskommen. Eventuell Skull Island. Was denn der Ort eben gerade? Nee, das war Rio. Wo die da eben gerade waren. Vielleicht, weil die Hülle dort dünner ist. Ja, irgendwie sowas kann, das kann schon sein. Willst du mir gerade nochmal kurz anschauen, bevor ich irgendwas erzähle? Aber das soll Rio sein, habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist nicht die Copacabana. Die sehen wir aber dann später, wo Scar King dann noch auftaucht. Das wurde an der, oder das soll die Copacabana sein. Die haben es ja nicht wirklich da gedreht. Aber das sieht auch nicht aus wie Skull Island. Da passt das Wasser schon nicht. Das ist auch Rio hier, sage ich. Ja, das ist auch Rio. Denkst du, Kong bekommt den Titel als König? Könnte sein, ja, tatsächlich, dass wir hier am Ende dann den King Kong bekommen. Weil Scar King ist aktuell ja König, wie es aussieht. Und dann am Ende wäre er dann King Kong. Ich frage mich nur, wie das Ganze ausgehen würde, wenn Kong und Godzilla wahrscheinlich den Kampf am Ende gewinnen und Shimo nicht sterben sollte. Und dann Shimo auch gut wird. Dann haben wir viel zu mächtige Kaiju. Na, gespannt, was die mit Shimo machen am Ende. Man sieht Mothra bei 0,30. Bei 0,30. Ne, du siehst Mothra später, aber auch nochmal. Da waren wir schon. Bei 0,30. Du meinst bei dem Auge? Krass. Clever. Okay. Vielen Dank an Sly Oi. Wenn das richtig ausgesprochen ist, wir sehen hier einfach Mothra tatsächlich. Krass. Hast du das gerade wirklich so peu à peu einfach alles durchgeschaut? Geil. Wir sehen hier wirklich Mothra. Wo haben wir denn jetzt aufgehört? Hier waren wir. She can feel it. Kong, Godzilla, they can feel it too. Ja, also das Blau gefällt mir jetzt zum Beispiel gar nicht so krass. Das ist viel zu viel. Das sieht so richtig, das finde ich nicht so geil. Mir gefällt mir die pinke Form wesentlich besser. Weil ich auch woke bin. Ey.
War das krass, das werde ich niemals vergessen. Nach dem ersten Trailer, ey, wie die Leute einfach ausgeflippt sind, wie woke das alles ist. Der ist pink. Ja. Da habt ihr euch aber ordentlich eingeschissen. Aber ich finde den Picken trotzdem cooler. Blauer Thermogodzilla ist das hier genau. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? I thought you'd never ask. Just try not to swallow your tongue. What? Ich bin froh, dass er wieder mit dabei ist. Der ist eigentlich voll witzig. Was geht mit seinen Augen ab hier? Alter. Vor allem hat er einfach hier noch so die Daumen oben, da im Hintergrund. Gleich wandeln die Daumen so ein bisschen nach unten. Herrlich. Können wir über die Upgrades reden? Ja, ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Das kennen wir auch schon hier. Und auch da muss ich wirklich sagen, das sieht besser aus als im ersten Trailer. Die gesamte Hollow Earth-Welt sieht wesentlich, also nicht echter aus. Eigentlich ganz im Gegenteil. Aber sie sieht wenigstens wesentlich lebendiger aus als im ersten Trailer, finde ich. Is that a mini call? Ja. Das hier ist Mosras Ei. Das Gewabbel hier. Wie auch immer das da runterkommt in die Hollow Earth, aber das ist auf jeden Fall Mosras Ei. Mosra ist im Film mit dabei. Ja. Und Gia hat irgendeine Verbindung zu der alten Motte. Detaillierter auf jeden Fall, genau, finde ich auch, das stimmt, ja, das ist ganz gut, detaillierter passt. Ja, wir haben es ja eben gerade gesehen. Also auf jeden Fall generell ist der Trailer wesentlich hübscher als der erste. Von der gesamten Aufmachung her, CGI ist wesentlich besser, denn da haben ja auch viele rumgeheult im ersten Trailer, CGI wäre nicht gut genug gewesen. Wer hätte es gedacht? Sie haben es noch verbessert. Wer hätte das denn kommen sehen können? Jeder eigentlich. Ja, okay, Scar King hier, diese Mauer hier, soll die eigentlich an Skull Island erinnern oder ist das Ganze hier wirklich auch auf Skull Island? Oder was ist das hier für eine Mauer? Godzilla in Godzilla Kong ist gleich God King of the Monsters, Burning Godzilla plus Godzilla vs. Kong Godzilla plus Millennium Godzilla, was zum Teufel? Ja, das pinne ich mal oben an, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Information. So. Okay. It's not just a signal. Was hat er gesagt? Das ist nur ein Signal? Any call? Oh my God. It's not just a signal. Das ist nicht nur ein Signal. Ah, die reden von dem Ding, was sie hier am Anfang besprochen haben, was auch Gia gespürt hat. Es ist nicht nur ein Signal. That's a call for war. Das ist ein Code für einen Krieg. Ich würde es schon irgendwie geil finden, aber das hätten sie im Trailer gezeigt. Wenn es ganz viele Kongs gibt, die auch auf Scar Kings Seite sind, die auch an die Oberfläche dann kommen, und dann bekommen wir so einen Krieg, die Menschen gegen diese Kongs. Das wäre schon krass. That's a call for war. Weil die sind ja auf jeden Fall, die sind aber auch so markiert an der Brust, seht ihr das? Die haben hier so diese rote Hand drauf. Von Saruman. Ich glaube, das könnten Arschlöcher sein. Das sind Arschaffen hier, glaube ich. Und die in der Mitte stehen, boah, wäre das so eine krasse Hinrichtungsszene? Die in der Mitte stehen, sind vielleicht alle dafür da, um für Shimo geopfert zu werden. Das würden die nicht zeigen, sowas, glaube ich. Das wäre ein bisschen krass. Und Shimo ist hier hinter diesem Wasserfall eingesperrt. Und da hinten haben wir auch wieder das komische Licht, das später bei Godzilla Evolve zu sehen ist. Call for war. Aber wie schön synchron die das machen, ne?
Die regen sich alle synchron auf. So stelle ich mir manche von euch vor, wenn sie in die Kommentare einfach so wahllos wütende Beleidigungen reinschreiben. Genau so, Achtung, das seid ihr dann. Zack. Wird sich einfach wahllos aufgeregt über Dinge, wie dass ich zu laut atme oder so ein Kram. Ist der blind? Das machen die zu 100%, meinst du? Diesen Krieg an der Oberfläche? Das wäre schon geil. Vielleicht will Godzilla durch die Wand hämmern. Aber glaube ich jetzt eher nicht. Nee, ich glaube, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Shimo ist doch safe ein Gott für die. Ja, aber ich glaube, dass trotzdem Scar King Shimo irgendwie unter Kontrolle hat. Weil Shimo ist ja trotz allem. Der latscht da zwar gleich raus und kämpft dann wahrscheinlich auch gegen Kong, das sehen wir ja sogar ganz kurz. Aber der ist ja hier hinter eingesperrt, trotz allem. That's a call for war. Ja. Der hat wirklich Anhänger. Das sind die Affen, die auf seiner Seite sind. Und das hier sind die Affen, die er opfert für Shimo. Das ist ja echt krass. Meint ihr, der bringt die alle um? Dann hat aber Zuko, hat dann aber auch nichts mit Scar King zu tun tatsächlich. So wie es aussieht, gehört er nämlich dann zu denen hier. Das scheint die Familie von Zuko zu sein. Okay, hier haben wir jetzt mal ganz kurz die Peitsche. Da will ich mir aber... Okay, die ist anscheinend doch nur eine Waffe. Obwohl der untere Bereich hat eben gerade auch noch geleuchtet. Warum der so dünn ist, habe ich eben gerade gelesen. Skinny King, ja, der ist schon sehr schmal. Aber Scar King ist dadurch halt auch wahrscheinlich sehr mächtig, ne? Oder sehr schnell zumindest. Der wird richtig agil sein. Ich glaube, da würde ich den mal nicht unterschätzen. Ja, dieses Ende von der Peitsche, damit stimmt irgendwas nicht. Das ist dasselbe Leuchten hier am Ende der Peitsche, wie auch diese Energie, wo Godzilla später eingesperrt ist. Und er sieht cool aus. Scar King sieht schon sehr cool aus. Ja, da haben wir jetzt unsere Szene, wie Kongs Arm verletzt wird. Und der bekommt den Arm nicht gebrochen, der bekommt den einfach aufgeschnitten. Der schlitzt Kong den Arm auf. What is that? Und dann taucht Shimo auf. Und wisst ihr, was ich glaube, was das hier ist? Seht ihr diesen Eisregen, der da runterkommt? Ich glaube, Shimo schießt so einen Eisstrahl raus aus der Höhle und trifft erstmal alle anderen Affen. Die dann eben eingefroren werden, dadurch halt dann logischerweise auch sterben. Und dann sehen wir noch die Reste quasi, die jetzt hier runterkommen. Und Kong greift nach seiner Axt und wehrt erstmal jetzt diesen Eisstrahl ab. Da. Ja, das sieht schon wuchtig aus, aber der Eisstrahl muss wuchtig aussehen. Da habe ich mir schon irgendwie gehofft, dass das so richtig krass klatscht. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Und Godzilla kommt ja auch aus der Hollow Earth raus. Ich wette, Kong hat ihn befreit. Dass Godzilla auch irgendwie von Shimo eingefroren wurde. Dann kommt er eben in diesen komischen Kokon und dann befreit Kong Godzilla.
Das heißt, der war schon vorher in dieser komischen Form und nicht erst, wie der erste Trailer es angenommen hat oder suggeriert hat, nicht erst, nachdem er da in diesem Eisding eingefroren war. Der war schon vorher in dieser Form. Das ist krass. Da sehen wir auch nochmal Shimo übrigens hier. Was der macht ist, der schießt einen Eisstrahl in den Himmel und dann gefriert der gesamte Boden oder das Wasser hier in dem Fall. Das heißt, Shimo will hier auf jeden Fall nochmal eine Eiszeit verursachen oder macht sie anscheinend auch irgendwie. Ja, hier sehen wir auch dieses Eisleuchten. Brasilien wird eingefroren, so krank. Ich glaube auch, ja. Ja, die flüchten da ja quasi vor diesem Eiseffekt. Was ist hier mit ihrem Gesicht passiert? Kämpf zusammen oder Fall allein ist jetzt das Motto von dem Film. Bisschen komischer. Naja. Ja, da kann man halt echt lange spekulieren, ob die einfach echt nur gegeneinander kämpfen, weil sie sich halt irgendwie nicht leiden können. Ich glaube, das wird auch so sein. Ich glaube, da wird niemand kontrolliert. Ich glaube einfach, Godzilla kann Kong einfach nicht leiden. Und deswegen greift er ihn einfach nochmal an. Es wird einfach nur so ein Gerangel nochmal werden zwischen den beiden. Wie haben die Kritiker eigentlich auf den letzten Trailer reagiert? Auf den ersten Trailer? Generisch eigentlich. Das ist zu viel CGI, dann wieder pinker Godzilla, Barbie Godzilla und so das übliche halt, das übliche Gejammer. Das ist wirklich der falsche Arm, stimmt. Du hast recht. Ja, du hast recht. They don't have to like each other. We just have to work together. Ja, doch Scar King ist schon gewaltig groß, ne? Der ist schon wirklich mächtig. Das ist geil. Und da haben wir eben gerade auch Zuko gesehen. Moment. Ja. Und Zuko ist zwar klein, aber der ist halt immer noch trotzdem gigantisch groß, ne? So für uns Menschen. Boah, der Endkampf wird ja dann krass. Dann haben wir wirklich Zuko und Kong gegen Scar King. Und parallel dann dazu Godzilla und möglicherweise auch noch Mothra gegen Shimo. Und er schlägt ihm einfach einen Zahn aus der Fresse raus. Now I have seen everything. Das verstehe ich nicht. Warum sie hier Godzilla angreifen, keine Ahnung. Das hier, die beten auf jeden Fall Mothra an, denke ich mal. Und vielleicht noch Doug. Ja, von dem haben wir jetzt ja gar nichts gesehen, ne? Da haben wir auch Mothra wahrscheinlich. Hier schlüpft das Ei gerade. Da kommt die raus. Das wurde uns schon durch das Spielzeug gespoilert. Zwar die gesamte Szene hier wurde schon in den Spielzeugen gezeigt, dass Zuko einen Stein in Scar Kings Fresse werfen wird. Das sehen wir jetzt hier. Es ist nicht Scar King. Es ist so ein Soldat von Scar King. Ey, die haben wirklich, wenn da echt so ein krasser Krieg ausbricht, wäre das schon geil. Aber ich schätze mal nur die bösen Affen gegen die guten Affen. Ich glaube, die Menschen werden da nicht so krass mit. Oder doch? Und deswegen greifen die ja auch Godzilla an, weil die Menschen einfach jetzt gegen alle Kaijus vorgehen. Das könnte auch sein. We've made some minor augmentations. Oh. Finde ich auch krass. Aber ja, die Peitsche hat zwar unten so ein komisches Leuchten an der Spitze, aber die wird großteils wohl auch nur als Waffe benutzt werden. Und da kann man jetzt auch die Sphinx wesentlich besser sehen hier unten. Das ist Kongs Zahn, der rausfliegt. Hat der nicht Scar King einen reingehauen? We just have to work together. Hey, warum soll das Kongs Zahn sein?
Nee. Also laut dem Trailer auf jeden Fall nicht. Den Film wirst du ja nicht gesehen haben, aber das ist auf jeden Fall, laut dem Trailer ist es schon Scar Kings Zahn. Patz. Now I have seen everything. We've made some minor augmentations. Oh. Der Film wird sich auf jeden Fall am 29. angeschaut. Da könnt ihr einen drauf lassen. Okay. Da würde ich sagen, ihr Lieben, wir lassen das Ganze jetzt erstmal sacken. Ich werde morgen mein Video für den Trailer fertig machen und das schon morgen oder erst übermorgen dann veröffentlichen. Mal gucken. Je nachdem, wie es von der Zeit her eben passt. Und ja, da gibt es auf jeden Fall jetzt noch einige Dinge zu besprechen. Gut. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.